Hannover hat sich bei der UNESCO als Musikstadt beworben. Und Hannover hat in der Tat musikalisch einiges zu bieten. Festivals wie Marsala oder die Fête de la Musique heute sind in Hannover zu Hause. Hinzu kommen unzählige Musiker, die in der Stadt in Chören, Bands oder Orchestern aktiv sind. Und das gilt natürlich auch für die Klassikszene, Bianca Windbeutel berichtet. Der internationale Josef Joachim Violinwettbewerb Hannover zählt zu den weltweit bestdotierten Auszeichnungen. Initiator und künstlerischer Leiter des Wettbewerbs ist Professor Christoph Wengen. 2004 wurde ihm der Musikpreis des Landes für seine Verdienste um das Musikleben in Niedersachsen verliehen. Wir laden, wie Sie wissen, 35 Leute, und das ist Crème de la Crème unter Violinisten. Die Leute dann haben eben in ihrem Vita, wenn die unsere Preisträger sind oder unsere Stipendiaten, das sind jeweils 12 Leute, die haben das in ihrem Vita. Also das heißt, überall, wo die konzertieren, die Hannover wird genannt. Und natürlich auf diese Art und Weise, Hannover ist auch zu einer Sorte vom Mekka für Violinisten geworden. Das ist eine vom ersten Adressen weltweit. Also insofern, ich glaube, man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Als Fünfjährige hat Danai Dörken angefangen, Klavier zu spielen. Seitdem übt sie jeden Tag. Als sie an einem Meisterkurs von Professor Kämmerling teilnahm, war der so begeistert, dass er sie zum Studium nach Hannover einlud. Da war Danai Dörken gerade 11. Jetzt ist die Pianistin mitten im Studium und tritt regelmäßig auf. Dabei kommt die 21-Jährige gar nicht aus einer musikalischen Familie. Ich habe einfach zufällig ein Mädchen gehört, das Klavier gespielt hat auf einem Kindergeburtstag und fand das irgendwie ganz toll und wollte dann auch anfangen zu spielen. Und meine Mutter hat eigentlich gesagt, ich soll vielleicht lieber Blockflöte spielen oder irgendwas, was nicht so groß ist und nicht so teuer. Aber ich war sehr überzeugt, dass das mein Instrument ist, und dann habe ich auch irgendwann angefangen. Aber so gesehen wusste ich gar nicht, dass es zum Beispiel auch so eine Geige oder ein Cello gibt. Das kannte ich überhaupt nicht. Danai Dörken engagiert sich ehrenamtlich für Rhapsody in School. Das Projekt soll Jugendlichen klassische Musik näher bringen. Vor Konzerten besucht sie Schulen, spielt vor, beantwortet Fragen zu ihrem Instrument. Auch der Klarinettistin Sharon Kamm macht die Arbeit mit Kindern Spaß. Die dreifache Mutter will mit ihren Auftritten das Publikum von morgen zum Nachdenken bringen. Es ist wichtig, in die Schulen reinzugehen, weil Kinder in der 3., 4., 5., 6. Klasse stehen nicht auf und sagen, Mama, ich möchte ins Konzert, und gehen einfach. Das ist noch nicht der Alter, wo sie selbstständig unterwegs sind und wenn sie selbstständig Zeitung aufmachen und lesen, was gibt's heute. Und deswegen muss man zu denen kommen, dass die dann diese Interesse erweckt kriegen, nachher zu sagen, ach, ich bin jetzt alt genug, ich kann eine Studentenkarte für 8 € oder sowas kaufen, ich gehe mal in der Oper. Den Kuppelsaal im Hannover Kongresszentrum mag Sharon Kamm dagegen nicht so gern. Der Klang dort ist einfach zu schlecht. Wenn die Finanzierung von 16 Millionen Euro gesichert ist, soll der Kuppelsaal aber eine stromsparende Lichttechnik, eine neue Lüftungsanlage und vor allem eine verbesserte Akustik bekommen. Die Projektstudie wurde von der Firma Sennheiser erstellt. Ich habe das selber erlebt, als ich in den 60er Jahren als Turniertänzer hier tätig war. Wir hatten da einiges an Turnieren. Und bei schnellen Tänzen, also lateinamerikanischen Tänzen, wird man in der Mitte des Parketts dann plötzlich vom Echo überrascht und kommt aus dem Takt. Im nächsten Jahr feiert der Kuppelsaal sein 100-jähriges Jubiläum. 2015 könnte er fertig modernisiert sein. Dann wäre Hannover nicht nur eine Stadt, in der junge Talente hervorragend ausgebildet werden, sondern auch eine Stadt, in der Klassikstars wie Danai Dörken und Sharon Kamm auch einen großen Konzertsaal haben, in dem sie hervorragend klingen.